Guten Morgen. Bevor wir zum Thema Altersvorsorge kommen, möchte ich heute mal eure Meinung zu dem Thema, was ihr lieber mögt, wenn ich langsam oder ruhig rede oder schneller und emotionaler von euch hören. Dazu habe ich oben in den Infokarten mal eine kleine Umfrage gemacht. Kommt quasi ja wirklich jede Woche bei entsprechenden Videos immer mal ein Feedback so singulär von euch wie: Das ist aber schön, dass du wieder mal so ruhig geredet hast. Da kann ich dir viel besser folgen. Oder eben das Gegenteil. Ah, wenn du so langsam bist, dann finde ich das nicht so gut. Ich will den hyperaktiven Christian, also den sehr emotionalen Christian und der auch mal fließen lässt. Ich würde einfach gerne mal von euch wissen, was der Großteil von euch als angenehmer empfindet. Denn bei der Mehrzahl der Videos, gerade bei den Wissensvideos oder Videos zum bewussten Leben, da kann ich durchaus das bewusst steuern. Manchmal muss was emotional raus und das wird auch nach wie vor so bleiben. Das heißt, da möchte ich auch mich nicht verändern. Das muss dann auch emotional raus und das werde ich emotional präsentieren. Ja, also, aber für mich wäre die Umfrage ein Hinweis darauf, was meine Abonnenten lieber mögen, wo ich sie besser erreichen kann und gerade bei so emotional für mich auch neutral möglichen Themen. Bitte klickt einfach oben in der Infokarte auf die entsprechende Antwort und ja, wenn nötig, dann könnt ihr das natürlich auch in den Kommentaren ergänzen oder wenn ihr das wollt. Aber nun zum Thema des heutigen Tages: Altersvorsorge. Schon in den Zeiten, wo ich noch sehr unbewusst und unreflektiert unterwegs war, habe ich immer schon ein starkes intuitives Gefühl, dass wenn ich das Wort Altersvorsorge gehört habe, dass dies irgendwie nicht richtig ist und dass sich dahinter ein Sammelsurium an unglücklich machendem Potenzial ja, verbergen könnte. Und im Laufe der Zeit wurde mir immer klarer, dass es wenige Dinge gibt in den Gedanken der Menschen, die so destruktiv und so Lebensqualität mindernd sind wie der Begriff der Altersvorsorge. Zum einen rein schon vom Begriff: Wir sorgen schon vor. Es gibt quasi noch keinen Grund, sich zu sorgen, aber wir sorgen lieber schon einmal vor. Wir sorgen uns vor. Das bedeutet, wir machen uns Sorgen über etwas, was noch gar nicht aktuell ist, sondern irgendwann aktuell werden könnte. Nämlich einerseits der Fall, dass wir alt werden und andererseits, dass wir, wenn wir alt werden, nicht mehr dafür in der Lage sind, über unser Dach über den Kopf zu sorgen und die Nahrung. Ja, gehen wir dieser Angst einfach mal nach, um euch den Einstieg in die Thematik erstmal einfacher zu gestalten. Also wir sorgen mal einfach vor. Wir machen, ja, wir machen oder wie machen das denn die meisten Menschen? Ja, sie schließen eine Riester-Rente oder äquivalentes Sparkonzept ab und sparen Geld, um dann im Alter darauf zuzugreifen und abgesichert zu sein. Wir gehen auch einfach mal davon aus, dass es keine Bankenkrisen, Zwangspfändungen, Inflation und Staatsbankrotte gibt und diese Sicherheit ja, keine Illusion ist, ne? Aber ist Geld wirklich die natürliche Form einer Altersvorsorge? Wie wäre es denn mit einer großen Familie und Freunde, die einem helfen, wenn man mal Hilfe braucht? Ist natürlich nicht so einfach zu bekommen, weil man eben im Leben zu sehr damit beschäftigt ist, das Maximale an Geld zu horten und die Zahlen auf seinem Bankkonto wachsen zu sehen und leider keine Zeit hat, seinerseits Freunden und Familien zu helfen, wenn diese gerade Hilfe benötigen. Ja, oder ja, sich auch nicht mal die Zeit hat, um sein Kind zu kümmern, weil man immer mit seinem Beruf beschäftigt ist. Natürlich muss man sich im Alter dann nicht wundern, wenn man ja, wenn die Familie oder wenn Freunde und sein Kind, wenn man denen dann einfach nur noch zur Last fällt, die auch keine Zeit haben. Aber dafür hat man dann ja sein Geld, wo man irgendwelche anonymen Arbeitskräfte dafür bezahlen kann, dass sie ohne jegliche persönliche Bindung und meistens auch Wärme und Leidenschaft ja, sich um einen dann kümmern. Da sie ja auch immer nur wegen des Geldes wegen ihrer und ihrer Altersvorsorge arbeiten. Wäre es nicht viel sinnvoller, natürlicher und schöner, wenn man, ja, wenn man schon diese Altersvorsorge macht, dass man dann nicht das auf finanzieller, sondern auf persönlicher Ebene vollzieht, einen großen echten Freundeskreis aufbaut, sich Zeit für die Familie und die Kinder nimmt, sodass diese Natürlichkeit echter Liebe und füreinander Dasein, dass diese sie kennen und schätzen lernen und dass, ja, dass das die Altersvorsorge ist. Beides schließt sich in den meisten Fällen aus, höchstens man vernachlässigt sich selbst und kümmert sich im Endeffekt nur um Familie und Freunde, wenn man nicht gerade auf Arbeit ist. Aber eine nicht finanzielle Altersvorsorge impliziert auch immer ein Vertrauen in andere Menschen. Und schaut euch doch mal die Menschen von heute an, voller Misstrauen, Egoismus und Intoleranz. Da gibt es keine
Liebe, keine Nächstenliebe und kein Vertrauen in die Menschen per se. Vor allem die, die anders denken oder anders aussehen oder anders handeln. Ne? Da wird dem eigenen Kind nicht mal zugestanden, seine eigenen Fehler zu machen. Da kümmert man sich lieber um sich selbst und ja, und hortet halt eben Geld. Geld ist ja sowieso die Lösung für alles, für die meisten Menschen. Ne? Dazu kommt natürlich die Problematik, dass genau wie die Sicherheit des Geldes auf dem Konto, auch die Sicherheit durch Familie und Freunde im Endeffekt eine Illusion ist. Familie und Freunde können sterben, sie können auswandern oder einfach ja, von der Gesellschaft in einen konditionierten Tunnel gelockt und darin festgehalten werden, ohne den Sinn für die Natürlichkeit und einen klaren Geist zu erhalten. Und das gilt sowohl für die Erfolgs-, Ruhm- und Geldhungrigen auf der einen Seite, aber auch für die Menschen, die in eine Angststörung getrieben werden, die Verschwörungstheoretiker oder chronisch Unzufriedene. Beides Konditionierung und Orientierung, die aufgrund der Gesellschaft und der damit verbundenen Dynamik ja, in einer dauerhaften psychischen Krankheit enden und dann eben für mich als Vorsorge nicht mehr zur Verfügung stehen. Es gibt keine Sicherheit für das Alter, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja, also man kann es als Illusion bezeichnen. Man kann sich zwar sorgen, aber man wird auch nie eine Sicherheit haben können. Das muss man auch mal feststellen. Der Vorteil an einer natürlichen Vorsorge mit Freunden und Familie ist jedoch, dass man dabei auch das tut, was einen auch selber gut tut und ja, was entsprechend man auch als gut aus meiner Sicht bezeichnen könnte. Von daher würde ich das dann präferieren. Ja, denn sich um Menschen zu kümmern, Nächstenliebe real zu praktizieren, das ist doch wunderbar. Also wenn ihr schon das Gefühl habt, vorsorgen zu müssen, wäre meine Empfehlung, dies auf eine natürliche Weise zu tun. Aber muss man denn wirklich vorsorgen? Ist dieses Gefühl des Strebens nach einer Sicherheit wirklich sinnvoll und auch ja, nicht konditioniert aus dem freien Willen entstanden? Oder eher durch entsprechende Unternehmen, die sogenannte Vorsorgepakete anbieten und ja, durch die Medien, die von der Angst der Menschen leben und ihre Nachrichten entsprechend vollpacken mit Negativität und Horrorszenarien, nee, eher daher gekommen? Denn ohne Angst und mit Zufriedenheit gäbe es überhaupt keinen Bedarf an Vorsorge. Wenn die Menschen lernen würden, im Moment zu leben und die Situation, wie sie sich ergeben, einfach anzunehmen, dann würde die ganze Panik und die ganze Angstindustrie einfach wegfallen. Doch so werden die Menschen von klein auf dran trainiert, lieber Vorsorge als Nachsorge zu machen. Und damit die Menschen auch immer wieder in ihrem Bewusstsein auf die Zukunft fokussiert, obwohl es im Endeffekt nur die Realität im Jetzt gibt und niemals in der Zukunft. Und entsprechend gibt es auch immer nur eine Zeit, wo man glücklich sein kann. Und das ist eben der aktuelle Moment. Aber wie soll man denn im aktuellen Moment leben, wenn man ständig Angst vor der Zukunft hat? Das funktioniert nicht. Da muss man sich ablenken. Man kann nicht sein. Dazu, wir nehmen an, dass jemand hat finanziell vorgesorgt und dann sind wir auch tatsächlich so alt geworden und haben tatsächlich auch das Szenario, dass wir dann uns um nichts dann mehr kümmern müssen, weil wir eben genug Geld haben und uns mit 67 auf die Couch legen können. Aber schaut euch mal die wirklich glücklichen alten Menschen an, was die tun. Die sind aktiv. Geistige und körperliche Aktivität im Alter sind die Eckpfeiler eines gesunden und glücklichen Lebensabends und wir Menschen neigen dazu, wenn wir etwas nicht tun müssen, dies auch nicht zu tun. Also wäre es aus gesundheitlicher Sicht doch viel sinnvoller, wenn wir selbst im Alter noch arbeiten müssten. Aber das klingt für viele total erschreckend und wie ein Horrorszenario. Aber warum? Weil ihnen die Arbeit ein Leben lang keinen Spaß gemacht hat und sie ja nur deshalb gearbeitet haben, weil sie viel Geld brauchten, um unter anderem vorzusorgen, um eben nicht mehr zu arbeiten in der Zeit, wo Aktivität und Arbeit besonders wichtig wäre. Erkennt ihr die Zusammenhänge? Ich mache es euch mal ganz einfache. Arbeitet ein Leben lang mit dem, was euch wirklich Spaß macht. Verzichtet auf eine Altersvorsorge und nehmt die Dinge, wie sie kommen. Das und nur das, das macht wirklich Sinn. Eine Altersvorsorge ist von vorne bis hinten einfach nur der totale Blödsinn. Wenn du nicht mehr arbeiten kannst, also körperlich wie geistig, überhaupt nicht mehr aktiv bist, was willst du dann mit deinem Geld, mit deiner Vorsorge denn dann überhaupt noch machen? Was willst du denn noch genießen, wenn du im Rollstuhl senil durch die Gegend geschoben wirst? Genieße dein Leben im Hier und Jetzt und arbeite für jetzt und genieße die Arbeit und tu nichts, was sich erst in der Zukunft auszahlt. Das sind ganz sichere Mechanismen, die dich in eine Unzufriedenheit bringen werden. Denn nochmal, es gibt immer wirklich nur diese eine Zeit, wo du glücklich sein kannst.
Und diese eine Zeit, nur diese eine Zeit, das ist der aktuelle Moment. Es gibt kein Glück in der Vergangenheit oder in der Zukunft, was du erleben kannst, sondern wirklich immer nur dann, wenn du es erleben kannst, im Jetzt. Lebe dein Leben und liebe die Menschen und dann wirst du glücklich. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen mit auf den Weg geben und euch animieren, den Begriff Altersvorsorge aus eurem Gehirn am besten zu streichen. Wenn ihr zu dem Thema oder irgendeinem anderen beliebigen Thema mit mir reden wollt, dann habt ihr neben den Coachings auch heute abends um 8 die Möglichkeit, mit mir im Live-Talk auf meinem Kanal zu reden. Also, denkt an die Umfrage bezüglich der Redegeschwindigkeit und macht euch ja, wirklich mehr ernsthaft Gedanken, wie ihr den Begriff der Altersvorsorge aus eurem Kopf schmeißt. Oder sagt mir in den Kommentaren, warum ihr der Meinung seid, dass Altersvorsorge irgendeinen Sinn hat. Ich hoffe, euch hat das Video etwas anregen können und freue mich über Daumen, Kommentare und die Teilnahme an der Umfrage. Macht's gut, euer Christian. Bis morgen. Tschüss.